Einheit zum Überwachen auswählen. Diesmal nehmen wir wieder A2. Anscheinend wurde A2s Speicherbereich mit den Daten von 2B zusammengeführt. Der Vorgang wird derzeit überwacht, um die Auswirkungen zu analysieren. Stopp, Port 42. Fehler in ihrer Kommunikationsfunktion registriert. Zahlreiche Maschinenwesen, deren Netzwerkfunktionen zerstört wurden, sind außer Kontrolle. Bitte vorsichtig sein. Bestätigt. Ich bin müde. レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ。 機械生命体同士の争い。 様も機械生命体だろ。いいえ、あなたと戦うつもりはありません。私の名前はパスカル。戦いを嫌う機械生命体です。だからなんだ。機械生命体に魂なんかない。ただの殺戮機械だ。私の仲間を何人も殺した罪を償ってもらおう。 Ich weiß, dass das ein anderes Ende gibt noch, also let's go. Tut mir leid, ich muss es tun. Für ein Ende. A2 zerstörte Pascal, daraufhin drehten die Maschinen in seinem Dorf durch und beendeten schließlich die Existenz der Androiden auf der Erde. Punkt, aus, Ende.
ich mich durchgegoogelt habe? Ja, ich habe das letztens, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich das alles ausgetestet, ne?海鮮生命体同士の争い。大変ありがとうございました。貴様も機械生命体だろ。 私の名前。だから機械生命、私の中。そうですか。それであなたが殺さないのですか。うるさい。気が変わらないうちにどこかに行け。 Nummer 2, lebst noch? Tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, Anemone. Du hast überlebt, das ist alles, was zählt. Ich befürchte jedoch, dass deine Kampfkameraden schon lange hinüber sind. Ich musste Nummer 21 sogar mit meinen eigenen Händen töten. Tut mir leid. Nein, das ist... Ach genau, wusstest du, dass hier eine Yohai-Einheit namens Tobi war? Genauso aussah wie du? Sie ist tot. Was? Tobi ist tot. Ich habe sie getötet. Sie war mit einem Logik-Virus infiziert. Oh. Nun, bitte fühl dich in unserem Lager wie zu Hause. Ich werde jemanden abstellen, der dir alles zeigt. Nicht nötig. Ihre Erinnerungen sind in diesem Schwert verwahrt. Ich verstehe. Dann kannst du gerne ihr altes Zimmer benutzen. Ich habe hier im Lager die Verantwortung. Ich werde dafür sorgen, dass alle über dich Bescheid wissen. Ja, Anemone, ich möchte dich was fragen. Besteht die Möglichkeit, dass du deinen Treibstofffilter übernehmen kannst? Ein Treibstofffilter? Ich fürchte, unsere Vorräte davon sind aufgebraucht. Pascal stellt sie für uns her. Wenn du möchtest, kannst du dir bei ihm einen abholen. Pascal? Du kennst sie? Du handelst mit dem Feind? Sein Dorf ist anders. Sie haben uns nie geschadet. Auf gar keinen Fall, vergiss es. Das ist vielleicht schwierig zu verstehen, aber wir haben ein Bündnis geschmiedet und handeln mit Materialien, wenn nötig. Wir können nicht wählerisch sein, wenn wir hier unsere Ziele erreichen wollen. Und abgesehen davon sind wir noch nicht so weit, dass wir Maschinenwesen töten, nachdem sie sich ergeben haben.
警告。ロカフィルターが破損すると燃料供給に深刻な問題が発生。推奨燃料用ロカフィルターの早期交換。分かってるよ。機械生命体パスカルを中心とするコロニーの座標を確認。マップにマーク完了。うるさいな。 Alter, was zum...機械生命体だらけ。ここはパスカルの管理する平和的な機械生命体のコロニー。機械生命体が多数存在するのは予測の範囲内。疑問。夜吐き体 A2 の予測能力。そのうちぶっ壊す。Ah, die Frau von neulich. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Also dann, wie kann ich dir helfen? Zusammenfassung, Your Highness, A2 hat einen schadhaften Treibstofffilter. Sie hat von Anemone, der Anführerin des Widerstandslagers, Informationen erhalten. Sie ist zu diesem Dorf gereist, um einen neuen Filter zu besorgen. Zusammenfassung, Ende. Anfrage, ein funktionierender Treibstofffilter. Musst du das alles wirklich so bis ins kleinste Detail ausbreiten? Analyse. A2s Mangel an verbaler Kommunikation hat die Unterstützung durch mich erforderlich gemacht. Halt die Klappe! Ah, ich verstehe. Leider sind meine Materialien derzeit etwas knapp.
brauche steife Baumrinde, um einen Filter herzustellen. Der einzige Ort, an dem es die gibt, wird jedoch von wilden Maschinenwesen bewacht. Ich entschuldige mich, aber ich fürchte, derzeit kann ich keinen Filter herstellen. Bestätigung, Einheit A2 wird steife Baumrinde sichern und herbringen. Die Bestätigung übernehme ich! コスト的に有効関係の締結。有効？冗談じゃない。
Ja, Frohlen, mach erst eins nach dem anderen. あの機械生命体のところに行くか。 Ich muss doch in die andere Richtung. Ich wollte schon in den Abgrund springen. So.持ってきたぞ。ああ、エレンテルさん、ありがとうございます。今からフィルターを作っていきますので、待っててください。飛んだ。パスカル期間を確認。 Ach hey, du, kann ich dir behilflich sein? Du hast mir vor einiger Zeit diesen Filter gegeben. Ich muss meine Schuld begleichen, sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen. Wie pflichtbewusst von dir. Ja, also wenn du einen Wunsch hast, dann lass es mich wissen. Wenn du uns schon ansprichst, ich habe da ein Problem.
Eine bösartige Maschine hat unsere Kinder in ihrem Spielbereich angegriffen. Dürfte ich dich bitten, sie für uns zu erschlagen? Ich hoffe, du hast verstanden. Wir haben sonst niemanden, den wir fragen können. Vielen, vielen Dank. Ich verspreche auch deine Mühe zu nett wohnen. Gehört, dass du diese schreckliche Kreatur besiegt hast. Vielen, vielen Dank. Hier ist deine Belohnung. Bitte nimm sie. Ich habe dieses Dorf errichtet, weil ich das Kämpfen verabscheue. Es sollte als Denkmal für die Macht des Friedens gelten. Doch als wir unsere Waffe aufgaben, verloren wir auch die Fähigkeit, uns zu verteidigen. Zur Wahrung des Friedens wollen sich jetzt aber viele Dorfbewohner wieder bewaffnen. Und die Feinde im Umfeld niederringen. Was meinst du, was wir tun sollen, A2? Keine Ahnung. Diese Entscheidung liegt bei dir. Ja, vermutlich. Aber lass deine Freunde im Dorf wissen, dass ich dies noch ausradieren werde, falls irgendjemand versuchen sollte, mich anzugreifen. Ich werde eine dringende Mitteilung verfassen. A2? Wenn du möchtest, darf ich dich gerne in unserem Dorf begrüßen. Darfst du dich gerne in unserem Dorf umsehen? Wäre schön, wenn du uns etwas besser kennenlernen würdest. Klar, wenn mir danach ist. Schwester, hey große Schwester. Hm? Komm schon, große Schwester, spiel mit uns. Ich spiele nicht mit Maschinen, jetzt ab! Ach bitte, ich will mit dir spielen. Ich bin eine Androidin. Schräge Flöte. Ich bin ein Feind. Tu also, was ich dir sage, sonst hat dein Hintern Kirmes. Hihihi, du bist lustig. Das sollte ich eigentlich nicht fröhlich stimmen. Große Schwester, bau uns das, womit wir spielen können. Große Schwester. Was? Nein. Aber wir brauchen etwas, womit wir spielen können. Ja, uns ist gerade so langweilig. Ernsthaft? Im Shop gibt es viele Sachen. Geh und kauf uns was. Ja, kauf uns was. Schon gut, nur hört endlich auf mich zu nerven. Ja, geschafft. Spielzeug für die Kinder. Ich fürchte, derzeit haben wir nichts geeignetes auf Lager. Allerdings könnte ich bestimmt etwas bauen, wenn ich die Materialien hätte. Weißt du was? Hier ist eine Liste mit den Sachen, die ich brauche. Bringe mir diese Materialien, dann mache ich mich an die Arbeit. Oh, jeder ist hier so seltsam aufdringlich. Das ist doch Unsinn. Hier sind wir nicht. Gut, ich mache es, bevor du mir noch für den Rest meines Lebens auf die Nerven gehst. Eine ausgezeichnete Entscheidung. Die benötigten Sachen müssten im Vergnügungspark zu finden sein. Oh, ich gehe auch jetzt nicht in den Vergnügungspark! Ach du liebe Güte, dorthin bin ich ja eine Ewigkeit unterwegs. Gute Reise.
Mist. Pascal sehr, weißt du? Ich meine, er ist der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, ihn doch für uns Außenseiter zu bauen. Ich möchte ihm wirklich zeigen, wie dankbar ich ihm bin. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, ihm zu danken irgendwie. Ja, den Hinweis hatte ich verfolgen. Kein Hinweis, ich möchte Pascal zeigen, wie sehr ich ihn schätze. Wie auch immer. Ich glaube, ein neues Philosophiebuch könnte ihm gefallen. Im Widerstandslager soll das etwas zu bekommen sein. Aha. Alles klar, Freund. Dann noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und danke, dass du da warst. Ja, und ich werde das Buch holen. Ich schulde der kleinen Kabelkiste sowieso eingefallen. Zwei. Ach, das ist wunderbar. Hoffentlich besitzt jemand namens Anemone oder eine große Sammlung solcher Bücher. Ihr braucht also nur eins zu stehlen. Nein. Ich glaube, es. Da gibt es eine bessere Möglichkeit. Pascal müsste Bücher über Philosophie? Tja, rein zufällig habe ich neulich erst eins zu Ende gelesen. Wenn du willst, kannst du es gerne haben. Danke. Kannst du ihm dieses Golderz auch geben? Er hat schon lange darum gebeten. In Ordnung. Es ist schon seltsam, dass sich ein Maschinenwesen für Philosophie interessiert, findest du nicht auch? Da stellt sich mir die Frage, wie viel wir wirklich über unsere Feinde wissen. Eine gute Frage.
あとはこれをパスカルのところに持っていけばいいんだな。聞こえますか、エイトゥーさん。ああ、ちょうどよかった。頼まれていた素材は今大変なんです。村人たちが、おい、パスカル、どうした。一体何が。推測、貴重な情報源であるパスカルに問題が発生。推奨、パスカルの村の状態調査。 機械生命体同士が共食いをしてる。ボット、パスカルは通信不能のため確認できず。オーマイラ、エイトゥーさん、どうしたんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して仲間を襲い始めたのです。子供たちだけは別の場所にいましたのですが、他の村人は。 お前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。エイトゥーさんは、こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。
Was? Ach komm. Wir müssen jetzt ganz viel wieder neu machen. Hatte ich einfach einer so one-hitted, ne? あとはこれをパスカルのところに持っていけばいいんだな。聞こえますか、エイトゥーさん。ああ、ちょうどよかった。頼まれていた素材は今大変なんです。村人たちが、おい、パスカル、どうした。一体何が。推測、貴重な情報源であるパスカルに問題が発生。推奨、パスカルの村の状態調査。言われなくても。
なんだこれ。機械生命体同士が共食いをしてる。ボット、助かるわ。通信不能のため確認できず。どうしたんだ。このままここはね、コンサート。
存在しない。すべて機能停止している。そうか。パスカル、聞こえるか。ああ、エースーさん。村は、村の皆はどうなりましたか。すまない。ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か。廃校場は土地に避難させています。わかった。ひとまずそっちに行く。